Wir haben gute Initiative. Das heißt, wir haben sehr gute Chancen, dass wir den angreifen können, bevor die anderen Affen uns stark schädigen. Wir machen hier nochmal einen Scharfschützen. Sehr gut, nochmal 11. Er hat noch... Jetzt ist er bei minus 11. Sehr gut. Er ist einen Schritt nach vorne gegangen und der Karte konnte einen Passierschlag machen. Und das war natürlich genau das Richtige. So, die anderen Affen sind jetzt dran und Zurbaran wird stark verletzt. So, jetzt sind die Zumpfratzen dran. Das war jetzt genau das Richtige, dieser Passierschlag. So, unsere Zauberer sind dran und dann würde ich fast vorschlagen, wir suchen uns wieder einen Affen aus und das sollte, glaube ich, der hier sein. Das bedeutet, wir ziehen uns mal hier zurück, hoffen, dass wir keinen Passierschlag kriegen und machen dann vielleicht mal einen Fulminictus Stufe 4. Nee, der würde auch, der würde nicht so viel bringen. Ein Culminatio, das bringt jetzt auch nicht so viel. Wir müssen eh sowieso mal gucken, ob wir hier alles auf... Also, Fulminictus haben wir Stufe 4, ja klar. Ignisfero haben wir jetzt Stufe 2. Das haben wir auch schon drin, genau. Und die Culminatio auf Stufe 1, jawohl. Dann Armatrotz auf 3, jawohl. Balsam auf 4 ist eh klar. Und Clarum Purum auf 3, den machen wir ja immer anders. Und die Magikern Fraktor auf 1, das machen wir, glaube ich, auch anders. Und dann haben wir hier den, die Stärkung, die haben wir auf 1. Und die Paralyse ist auch auf 1, jawohl. Und dann haben wir Blitzdichtfind, den haben wir, glaube ich, ganz selten benutzt. Okay, das passt alles, ist alles aktuell. Hier den, wäre das gar nicht schlecht oder wäre das Quatsch? Wir machen es, glaube ich, jetzt einfach mal, den Ignisfero. Was kann denn der... 11 bis 21 und der 12 bis 22. Ja, eigentlich ist er gar nicht viel schlechter. Dann machen wir doch den mal. Ich weiß nicht, ob er teurer ist. 15 ASP und 17 ASP. Ne, sind ungefähr gleich. So, Zurbaran geht mal hier weg und macht, glaube ich... Warte mal, der hat doch jetzt neue Sachen, ne? Wir haben einmal den Ignis Faxus auf 4, ist eh klar. Wir haben den Ignisphäre auf 3. Das können wir hier ändern. Wir haben die Zorn der Elemente auf 2. Sehr gut. Und wir haben den Culminatio auf 1. Das bleibt gleich. Dann haben wir hier die Wand. Da haben wir den Armatrutz auf 3. Den haben wir schon. Den Balsam auf 4 ist eh klar. Den müssen wir anders benutzen. Jawohl. Und da haben wir nichts. Und da haben wir den Corpo Fesso auf 2. Passt. Sehr gut. Die Frage ist Zorn der Elemente. Wer 7 bis 12 und kostet 13 ASP oder den 3er Ignisfero, der kostet 21 ASP. Da vielleicht ist besser der Zorn der Elemente. Der ist billiger und kann auch niederwerfen. Wir probieren das einfach mal. Also der Große wird bestimmt nicht niedergeworfen, aber die Kleinen hier vielleicht. Na, nur 6 Schadenspunkte, das war natürlich jetzt nicht so besonders. Aber nicht so schlimm. Machen hier wieder einen Todesstoß. Hoffen, dass er hier einen Schritt auch gleich vorne, nach vorne geht. Dann kommt hier wieder ein Schuss, und zwar ein Scharfschütze. Sehr gut, 11. Und das müsste Naurim gleich drankommen, ne? Oh, der ist schon tot. Oh, okay. Habe ich jetzt gar nicht so mitbekommen, dass wir ihm doch so viel Schaden gemacht haben. Na gut. Naurim, du gehst mal hierher. Der ist auch tot hier. Ne, der liegt noch auf dem Boden. Und schießt mal mit dem Scharfschützen auf den letzten großen Affen. 15. So, er kommt jetzt zum Zwerg. War das der Zwerg? Ne, das war Aurelia. Der Zwerg steht ja da oben. Ich bin jetzt schon irgendwie verwirrt. So, der letzte große Affe, der braucht jetzt noch unsere Behandlung. Aurelia ist nicht tot. Nein, sie ist nur umgeworfen worden. Das heißt, wir machen hier tatsächlich, glaube ich, ein Dreifach Fulminictus. Und dann noch ein Dreifach Ignifaxius. Dreifach hat es wahrscheinlich gar nicht gebraucht. Egal. So, das heißt, wir haben auch den letzten Affen besiegt. Und jetzt können wir uns um die Sumpfranzen kümmern. Und da kann Takate schon mal hier einen Todesstoß machen. Und hat den ersten schon mal erledigt. Und Naurim, da er jetzt Kriegskunst 18 hat, kann einfach hier ganz schnell seine Waffe wechseln
und macht hier mal einen, was heißt das nochmal, Hammerschlag, glaube ich, oder sowas. Hat aber leider nicht getroffen. So, wo sind denn, wir haben noch drei Sumpfranzen, okay. Das heißt, ich würde denken, wir schlagen hier einfach mal zu. Wer weiß, ob wir unsere Zauberkraft noch brauchen. 14, sehr gut. Karte. Ich glaube, da gehen wir lieber mal hier hoch und machen hier nochmal einen Todesstoß. Das sieht man so schlecht, welche Pflanzen sind und diese Leiche. Aber gut, wie heißt denn das nochmal? Doch, Hammerschlag, habe ich schon richtig gesagt. Okay, dann machen wir nochmal einen Hammerschlag. Wieder nicht getroffen. Naja, die Sumpfranze kann gut ausweichen offensichtlich, aber die sind alle schon verletzt. Aurelia ist auch verletzt. Aurelia könnte jetzt ihre Waffen wechseln, aber ich glaube, Aurelia läuft lieber mal hierher und macht nochmal einen gezielten, also nochmal einen Scharfschützen hier auf diese Sumpfranze. Die andere ist, glaube ich, schon tot, oder? Nee, die hat noch 8 Lebenspunkte, aber liegt, glaube ich, auf dem Boden. So, dann schlagen wir hier nochmal zu. Na, jetzt. 7. Oh, nochmal 9 Schadenspunkte auf Zurbaran. Er hat damit noch 5 Lebenspunkte, ja. So, dann machen wir hier doch nochmal einfach einen gezielten Stich auf diese Sumpfranze hier. Das war's. Naurim. Irgendwie soll das nicht sein mit dem Hammerschlag. Probier's doch nochmal. Jetzt. Wunderbar. Und auch gleich geplättet. Und Aurelia sollte vielleicht Pfeile jetzt bewahren, weil der hatte nur 5 Lebenspunkte. Aurelia wird, glaube ich, einfach mal sich selber heilen, weil sie ja dann auch Wunden heilt. Und sie hat genug Astralpunkte, die sich ja sogar regenerieren werden. Ja, die Wunde ist weg, sehr gut. Dann schlagen wir hier wieder drauf. Und das war's schon. Hundert Abenteuerpunkte, das lohnt sich. So, da ist erstmal sonst nichts passiert. Dann können wir zum Moha-Dorf, glaube ich, zuerst, bevor wir hier zu Kampfeslärm gehen. Oh, wir werden nochmal aufgehalten. Oh, das sind verzauberte Mohas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und die sind auch gute Kämpfer. 6 Stück. Naja, gut. Uns geht es gesundheitlich noch sehr gut. Und ich hoffe mal, dass hier keine Fallen sind im Dschungel. Naja, super. Soweit zur Hoffnung. Jetzt sind wir vergiftet worden, oder? Warte mal, müssen wir mal kurz gucken. Ja, Giftstufe 4. Aber das sollten wir, glaube ich, ich weiß nicht, können wir das schon heilen? Wir müssen es nochmal nachgucken. Du nimmst mal deine Armbrust und machst mir mal auf diesen Herrn hier einen Scharfschuss. 16, sehr gut. Und auch eine Wunde. Nein, leider keine Wunde. Okay. Da jetzt hier die Fallen sind, werden wir uns mal wenig bewegen. Solange nicht, bis der Karte die Fallen entdeckt hat. 23 hat er noch und er hat 39. Dann beweg du dich doch mal. Naja, so viel zum Thema wenig bewegen, ne? Kann sie dann von hier aus, aber dann wird sie von ihm, naja, es ist ja nicht so schlimm. Kann sie von hier aus, ja, kann sie einen Scharfschützen machen. Sehr gut. Jetzt sieht man auch, dass die Karte grün ist, vorher war er irgendwie nicht grün. Oh, der kann zaubern. Ein Zorn der Elemente, das ist er hier, ne? Okay. Den müssen wir als erstes ausschalten. Unbedingt. So, Aurelia. Unsere Zauberer sind tot. Das müssen wir sofort ändern. Wer ist denn als erstes dran? Zurbaran ist als erstes dran. Das heißt, Zurbaran wird jetzt geheilt von Aurelia. So, Takate ist dran. Hat hier die Möglichkeit, 70% zu machen. Das nutzen wir aus. Ja, perfekt. Der ist tot. Das heißt, den ersten konnten wir da schon. Mist. Zurbaran ist wieder tot. Das ist sehr, sehr schlecht. Und jetzt kommt hier noch ein Professor hinterher.
Ja, das ist ein nicht zu unterschätzender Kampf. Unsere drei Zauberer sind jetzt alle drei tot. Wir probieren es trotzdem mal weiter mit unseren Nahkämpfern. Vielleicht haben wir die. Vielleicht haben wir ja Glück. Machen wir mal hier einen Hammer. Nur 5%. Was ist denn da los? Hammerschlag nur 5%. Na gut, dann machen wir vielleicht einen Wuchtschlag. Da haben wir 40% normalen Schlag. Tja. Ja, dann machen wir doch einen normalen Schlag. Oder doch vielleicht einen Wuchtschlag? Wir machen einen normalen Schlag. Das sind immerhin 5. Ah, die können leider hier über die Barriere drüber. Das ist schlecht. Ich hatte mir gehofft, dass wir hier unseren unseren Rundumschlag machen können. Auch nur 20% wahrscheinlich, weil wir vergiftet sind, ne? Ah, 17, das war gut. Ich glaube, wir sind auch für den kompletten restlichen Kampf vergiftet. Tja, Naurim hat nur noch einen Lebenspunkt. Das war sehr schlecht. Da hätten wir wahrscheinlich einen Heiltrank nehmen sollen. Na gut, diesen Kampf müssen wir als verloren, glaube ich, geben. Das Ganze nochmal probieren. Wir haben nur noch 5 Lebenspunkte, da bringt auch ein Heiltrank nichts mehr. Der hat noch 22. Ne, das war's. Okay. Sind wir denn jetzt wirklich für immer vergiftet? Ja, ganzer Kampf. Okay, da müssen wir aufpassen. Da müssen wir definitiv aufpassen. Okay, erneut versuchen. So, da müssen wir jetzt wirklich aufpassen, wie wir das am besten machen. Hier sind ja Giftfallen. Das kann sein, dass da noch mehr sind. Takate könnte jetzt seine Runde benutzen, um die Fallen zu entdecken. Hier haben wir diesen Magier, also diesen Schamanen wahrscheinlich. An den kommen wir aber ganz schlecht ran. Vor allem, wenn wir hier diese ganzen Fallen dann noch bedenken. Da können wir da hinten herumlaufen, aber... Soll Takate mal die Fallen aufdecken? Das Problem ist, wenn wir so nah beieinander stehen, dann kann er uns natürlich super gut umschmeißen und so weiter. Vielleicht gehen wir mal hierher. Hoffen, dass hier keine Falle ist. Ach, verdammt, da ist auch eine Falle. So, da machen wir mal Sinnenschärfe. Warum werden uns denn dann die Fallen nicht angezeigt? Sind die so gut versteckt? Offensichtlich. Na gut, dann gehen wir mal hier herüber. Wir können ja lernen. Also da ist eine Falle und hier ist eine Falle. Und da ist noch eine Falle. Okay, dann wissen wir da Bescheid. Und jetzt können wir doch eigentlich schießen. Können wir auf den da hinten schießen eigentlich? Oder, nee, wir haben nicht unseren Schuss, gell? Den können wir aber wechseln. Und jetzt können wir auf ihn schießen tatsächlich. Und das machen wir einfach mal. 17, das war gut. Der läuft dahinter, warum auch immer. Soll er mal. Und dann, mit ihr können wir auch auf ihn schießen. 12. Das heißt, er hat 3 Wunden und nur noch 10 Lebenspunkte, der Schamane. Das war gut. Das war richtig gut. Jetzt muss nur noch Naurim oder Aurelia einmal drankommen und dann können wir ihn ausschalten. Oder einer unserer Zauberer mit genug Reichweite. So, was macht er? Zorn der Elemente. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Okay, unsere beiden Zauberer sind jetzt auch wieder tot. Das ist natürlich super schlecht. Aurelia, kannst du hier hinten hinschießen? Ja. Dann machen wir das jetzt erstmal, und zwar mit dem Scharfschützen, damit er auf jeden Fall genug Schadenspunkte kriegt. Ah, verdammt, das war Pech. Das war richtig Pech, und Aurelia ist wahrscheinlich als nächstes tot, oder? Ja. Ah, so viel zum Thema, dass wir nicht zusammenstehen wollen. Todesstoß. Ja, wenn alle drei Zauberer tot sind, können sie sich nicht gegenseitig wieder beleben. Das ist das Problem. Und er belebt sich jetzt selber wieder. Na gut. Na gut, dann... wer ist denn dran? Naurim ist dran. Naurim könnte ihn jetzt wieder beschießen, aber jetzt hat er wieder 25 Lebenspunkte. Das bringt eigentlich nicht viel, wir machen es trotzdem. Jetzt hat er 12. Ich glaube, wir machen das anders. In der nächsten Runde werden wir, glaube ich, das uns so entstellen, dass unsere Zauberer geschützt sind
und unsere Nahkämpfer vor uns stehen. Und dann kann er nämlich zwar seinen Zorn der Elemente sprechen, aber nur die Nahkämpfer treffen. Weil die Zauber können nicht über jemanden drüber zaubern. Wir brauchen unsere Zauberer gegen das Gift und auch um unsere Nahkämpfer von den Lebenspunkten her zu unterstützen. Alles andere macht keinen Sinn. Gut, Takate fängt an. Takate hat hierhin noch den weißen Lotus dabei. 25% leider nur, dass wir da treffen. Wir probieren es. Dreckiger Bastard! Utundur erleidet Auswirkungen durch weißer Lotus Stufe 4. Die Frage ist, was bringt es jetzt? Gift Stufe 4 Berserker. 3 Runden lang. Naja, gut, hoffen wir mal, dass es was bringt. Dann versuchen wir mal, sie hier auf unsere Seite zu ziehen. Das klappt auch, sehr gut. Und es ist ein Mann, ne? Okay. Und unser Zwerg, der schießt, glaube ich mal. Der wechselt mal auf den Bogen, auf die Armbrust und schießt mal hier auf den Zauberer. 17, sehr gut. So, die Utulu kommen jetzt an. Bin gespannt, was mit denen hier passiert. So, okay, die greifen sich gegenseitig an. Das ist doch schon mal sehr gut. Hier bekommen wir einen Passierschlag mit. Und er macht eine Hexengarde auf. Den Zauberer natürlich, verdammt. Ah, Mist. Okay. Unser Dergan ist dran. Das Problem ist, er würde hier einen Passierschlag mitkriegen. Das heißt, Dergan heilt sich erstmal selbst. Die sind miteinander beschäftigt. Das ist doch gar nicht so schlecht. Und er bekommt auch noch Schaden, weil er ja... Dann machen wir hier mal einen Todesstoß. Vielleicht reicht das auch schon. Ja, sehr gut. Okay. Aurelia. Aurelia, du kannst Zurbaran heilen. Und Naurim kann nochmal auf den Schamanen schießen. 16. Perfekt. Er hat nur noch 6 Lebenspunkte. Hier kommt nochmal ein Feind auf Zurbaran. Das habe ich schon befürchtet. Die greifen sich gegenseitig an, okay. Und hier kommt das Zorn der Elemente. Ah, verdammt, Aurelia. Ja, es lebt noch, okay, ist nur umgeworfen worden. Sehr schön. Gut, dann glaube ich, müssten wir wahrscheinlich Zurbaran heilen hier, ne? Aber Zurbaran ist jetzt wieder ganz am Schluss dran. Das ist echt schlecht. So, Takate. Takate geht mal hierher in Hoffnung, dass da keine Falle ist. Und kann mal hier einen Todesstoß setzen. Können wir denn nochmal auf den Schamanen schießen? Blöd. Jetzt muss man einen Schritt vorgehen. Jetzt müsste es doch gehen, oder? Immer noch nicht. Ist da eine Falle? Ja, da ist eine Falle. Verdammt. Und da geht's auch immer noch nicht. Jetzt geht's wieder. Jetzt ist er tot. Okay. Aber Zurbaran ist jetzt auch tot, aber Zurbaran könnte gleich wieder auferstehen, weil es war, glaube ich, ein Balsam Stufe 4. So, der ist auch weg. Okay. Wir müssen uns jetzt zurückziehen. Sehr gut. Okay. Dann, warte mal, der hat noch 2 Lebenspunkte. Das heißt, der ist auch gleich tot. Der Schaman ist auch tot. Das heißt, wir haben nur noch die beiden Feinde. Das ist doch super. Dann machen wir doch hier mal einen Fulminator Stufe 2 und versuchen mal den einen Feind noch auszuschalten. Noch 30 Lebenspunkte. Zurbaran steht wieder auf. Dann machen wir hier nochmal einen Todesstoß. Perfekt, noch. Wie viel hat sie noch? 7 Lebenspunkte, glaube ich, oder? So, der Feind kommt jetzt zu uns. Der hat aber nur noch 2 Lebenspunkte. Kann Aurelia auf den schießen? Oder eine Hexengalle? Ja, wir machen mal eine Hexengalle 2 auf sie. Hat sie jetzt noch einen Lebenspunkt. Und Zurbaran heilt sich selbst. Da kann er nämlich hier auch Schaden abfangen von den beiden. So, jetzt müsste doch gleich mal... Ei, Naurim drankommen, genau. Naurim, kannst du auf ihn schießen? Dann müsstest du dich aber zurückziehen, ne? Das machen wir mal. Ne, da kommt noch... Ah, da haben wir noch mehr Gift. Dann wechselst du mal die Waffe. Gehst einen Schritt vor. Ne, das geht nicht. Nee, das geht nicht, weil dann kann er nicht mehr angreifen. Haha, das ist blöd. Na gut. Aber wir machen es jetzt trotzdem mal. Wir gehen jetzt hier
Nee, wir gehen einen Schritt in diese Richtung. Da muss er nämlich einen Schritt machen und dann kann er vielleicht einen Passierschlag machen. So, Naurim kann... Oder nee, warte mal, Naurim läuft hierher. Ja, so, da bleiben wir stehen. Takate hat nicht mehr genug, Derga meine ich, nicht mehr genug Zauberkraft, aber wir können doch hier sicherlich zumindest mit einem einfachen Fulminictus oder ihn hier oben mit einem einfachen Fulminictus. Geht das nicht? Einfacher Fulminictus. Mist, okay, da müssen wir eins rübergehen. Jetzt einfacher Fulminictus. Das sollte doch reichen. Ja, sehr gut. Okay, also sie hat nur noch einen Lebenspunkt. Das heißt, das sollten wir doch jetzt mit einer Finte hinbekommen. Perfekt, das heißt, wir haben nur noch einen Gegner. Das sollten wir hinbekommen. Alle unsere Helden leben noch. Aurelia. Aurelia, du ziehst dich mal hierher zurück. Und dann schießt du einfach auf diese Dame. Wir machen einen Dreier Fulminictus. Ignifaxius. Sie hat noch 25 Lebenspunkte. Hammerschlag. Hier werden wir, glaube ich, erstmal einfach gar nichts machen und warten. So, Todesstoß. Zurbaran wird hier drangsaliert. Sie schießt wieder. Dieses Mal machen wir mal wieder einen Scharfschützen, auch wenn es nur 30% sind, aber trotzdem nicht schlecht. Dann nochmal ein Dreier Ignifaxius. 14. Sehr gut. Es gibt noch 11 Lebenspunkte. Wuchtschlag. Tja, ich glaube, wir werden unsere Zauberenergie lieber mal aufsparen. Das sollen wir unsere Nahkämpfer hier erledigen. Nochmal eine Finte. Sehr gut. Bodak. Takata hat recht. Etwas stimmt hier nicht. Diesen Weg. Wie alt war eure Schamanin, als du das Dorf verlassen hast? Wer weiß, ob sie noch lebt. Wer sagt, dass sie wirklich irgendetwas weiß? Diesen Weg. Schnell. Okay. 100 Abenteuerpunkte. Gut. Ja, ich glaube, jetzt werden wir trotzdem mal ganz kurz rasten. Das ist auch rollenspieltechnisch auf jeden Fall realistisch. Und dann in das Moha-Dorf gehen. Sie sind alle tot. Nicht alle. Hört, irgendjemand singt. Die Geisterfrau, wir müssen sie finden. Sucht in den Hütten. Entdeckung! Ach du meine Güte. Finde die Moa-Schamanin in einer der Hütten. Danach musst du dich mit ihr und allen überlebenden Helden zurück in die Startzone begeben. Ach du meine Güte, was ist denn hier los? Okay, hier sind Echsen unterwegs. Na gut, in einer der Hütten. Wie kommen wir denn in die Hütten überhaupt rein? Okay, wir können die Türen aufmachen. Und da ist auch wieder so ein komisches Flugding unterwegs. Na gut, ich hoffe mal, dass hier im Dorf keine Fallen aufgebaut sind, aber das werden wir gleich rausbekommen. Wir rennen gleich mal direkt hier hin zur ersten Hütte. Wo ist denn der Startbereich? Das ist dieser Bereich, okay. Und Naurim rennt hier hinter zur nächsten Hütte. Da sind ja im Moment nur zwei Echsen und dieses Fliegding. Aurelia läuft mal hierher und wird, glaube ich, mal einen Doppelgänger erzeugen. Vielleicht... Warte mal, ist da auch eine Hütte? Ja, da sind auch Hütten. Vielleicht mal hier. Dann können nämlich diese Echsen mal abgelenkt werden hier. Es ist zwar gefährlich, weil wenn er stirbt, dann verlieren wir alle alle Zauberpunkte, aber ich glaube, das lohnt sich. So, der Schatten ist dran. Der Schatten wird sich mal... Warte mal, wo ist denn die erste Hütte da? Der Schatten wird sich mal zu dieser Hütte... Ah, da ist auch noch jemand. Vielleicht zu dieser Hütte hier zurückziehen. Und dort warten. Der Schatten kriegt einiges ab, hat noch 12 Lebenspunkte. So, unser Zauberer. Geben, glaube ich, mal unseren Kämpfern Armatrutz. So. Der Garn. Ein Vierer, der bringt nichts. Ein Dreier Fulminictus auf den hier.
18, okay. Oh, da kommt schon der erste Stein runter. Ja, da muss man immer aufpassen, dass man nicht da steht, wo diese Echse ist.